Wir beginnen die Sendung mit Fußball, wir werden auch mit Fußball enden. So viel kann ich schon mal an der Stelle vorausschicken. Starten tun wir mit der Regionalliga Bayern, in der sich ja insgesamt 4 Vereine aus der Münchner Region tummeln. Über 2 werden wir uns heute so ein bisschen genauer auslassen, nämlich über die Spielvereinigung Unterhaching und über Türkgücü München. Über Favorit und Außenseiter braucht im Spiel Unterhaching gegen Buchbach wahrlich nicht diskutiert zu werden. Denn die Spielvereinigung Unterhaching gibt in der Regionalliga Bayern den Ton an. Und auch im Spiel des Spitzenreiters aus Unterhaching gegen die abstiegsgefährdeten Buchbacher ist die Dominanz der Heimmannschaft so stark, dass Abwehrspieler Markus Schwabel sich offensiv einbringen kann und mit dem 2:0 seinen ersten Treffer der Saison erzielt und den Endstart herstellt. Die erste Halbzeit war ein bisschen zerfahren, obwohl wir eigentlich, glaube ich, schon überlegen waren. Hat so ein bisschen gedauert, bis wir in die Zweikämpfe gekommen sind. Aber ich glaube, am Ende komplett verdient, das Spiel zu gewinnen. Ich glaube, die haben zweite Halbzeit nicht einmal aufs Tor geschossen. Deswegen völlig zu Recht 2:0. Vielleicht muss sogar noch höher ausgehen. Seit 10 Spieltagen ist die Mannschaft von Trainer Sandro Wagner unbesiegt. Und anders als noch zum Saisonstart, als es lange einen offenen Schlagabtausch gab, war die Partie eine einseitige Angelegenheit. Am Ende konnte der TSV Buchbach den 5. Heimsieg der Unterhachinger in Folge nicht gefährden. Zweite Halbzeit hat Haching enorm Druck aufgebaut, viele, viele lange Bälle gespielt, auf die zweiten Bälle ins Gegenpressing gegangen und dann produzierst du halt irgendwo Standards. Und das ist uns dann letzten Endes zum Verhängnis geworden, weil wir einen Standard halt nicht konsequent wegverteidigt haben. Und wenn du da einzeln in Rückstand bist, ja, dann wird es halt schwierig in Haching für uns, weil wir halt auch nur 2 Ersatzspieler dabei gehabt haben. Weniger golden ist der Herbst aktuell bei Türkgücü München. Der Aufsteiger aus München hatte am vergangenen Wochenende spielfrei. Am Spieltag zuvor gab es bei der Auswahl des FC Augsburg 2 eine 0:2 Niederlage. Aber ich denke einfach, dass der Unterschied heute war, dass Augsburg halt die Torchancen genutzt hat, beziehungsweise das 1:0 auch durch eine Standardsituation. Und wir haben es nicht geschafft, unsere Torchance zu nutzen. Im Oktober konnte Türkgücü München von 5 Spielen nur eines gewinnen und hatte einmal unentschieden gespielt. Zwar steht Türkgücü als 9. in der Tabelle im Mittelfeld, doch der Vorsprung auf die Abstiegszone beträgt nur noch 4 Punkte. Und nun wollen wir mal reinhören in die Herzen der Spieler von Unterhaching und von Türkgücü München. Ich begrüße von Türkgücü München, fast ja total gleich voll verdreht. Gibt's ja nicht. Machen wir es so. Ja, tut mir leid, du kommst gleich noch zu schauen. Jetzt stellen wir es richtig. Christoph Rech von Türkgücü München, auch Co-Kapitän und deshalb auch, wie gesagt, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Und ich hoffe, du wirst es mir nachsehen, ja, schwer, falsch gezeigt habe. Aber mein Gott, du warst schon ein paar Mal hier. Du weißt, hier geht auch mal was daneben. Markus Schwabel von der Spielvereinigung Unterhaching und Torschütze am vergangenen Wochenende. Servus und herzlich willkommen. Servus auch, danke für die Einladung. Hast du schon erfahren gehabt vor dem Spiel, dass du hier zu Gast sein wirst und deshalb eingenetzt? Ja, haben wir vorher schon besprochen, das wusste ich. Deswegen dachte ich, mach was Verrücktes und dann habe ich hineingeschweißt. Okay, war es denn wirklich so eine wilde Nummer? Wir haben es gerade gesehen, also... Hat er genau gepasst. Spielzug wie für dich kreiert, reingelaufen, Flanke kommt und wunderbar. Also man würde sagen, Julian Nagelsmann zum Beispiel hätte das auf dem Reißbrett nicht besser entwerfen können. Sandro Wagner wahrscheinlich auch nicht. Ja, da die beiden Trainer ja noch gute Freunde sind, kann es vielleicht schon sein, dass der von Nagelsmann kam. So was haben wir schon öfter mal auch einstudiert und hat jetzt selten geklappt bisher. Und deswegen hat sich der Trainer auch im Video so mitgefreut und hat dann noch gerufen, das ist mein Spielzug, ich liebe den. Deswegen hat er sich so gefreut. War es für dich auch natürlich ein schönes Gefühl, nicht nur zu treffen, den Endstand dann klar zu machen, sondern du hattest ja zwischendrin in dieser Saison auch eine recht lange Verletzungszeit. Ist das so ein endgültiges, jetzt bin ich wirklich wieder da? Ja, würde ich schon sagen. Ich habe jetzt, wie gesagt, ich glaube, 8 Wochen verpasst. Davor 6 Spiele gespielt und davor nochmal 3 Monate verletzt gewesen mit derselben Geschichte. Deswegen war das jetzt schon schön, direkt im ersten Spiel über 90 Minuten ein Tor zu schießen. Das kommt bei mir ja nicht so oft vor. Alle 100 Spiele habe ich mal geschaut. Deswegen hat es ganz schön reingepasst. Ja, wenn du willst, wir laden dich 14-tägig ein. Und dann, wenn du dann immer ein Tor lieferst, der Trainer freut sich, die Mannschaft freut sich, die Fans und du natürlich auch. Also dann machen wir so eine Stammtischrunde hier auf. Du wirst dann immer festgesetzt. Ja, wenn man mit dem Chris Rech war in der Bar, ist der schon stark. Okay, jeder hat so seine Qualitäten. Chris, bei dir hat es nicht geklappt mit dem Tor. Aber weil wir auch relativ kurzfristig erst den Termin dort ausgemacht haben. Deshalb genau. Lassen wir es mal durchgehen. Generell, im Augenblick bei euch stottert es ein bisschen. Was ist los? Ja, wir hatten jetzt die letzten 3-4 Spiele nicht immer das Spielglück auf unserer Seite. Ein paar unglückliche Ergebnisse, die letzten 3 Spiele, 2 verloren, 1 unentschieden. Ist natürlich zu wenig. In der Liga ist im Mittelfeld alles relativ eng beieinander. Deswegen kann man da schnell mal ein paar Tabellenplätze nach unten fallen, wenn man so eine Negativserie hat.
Aber es ist alles gut. Wir haben noch ein paar Spiele vor der Winterpause, die wir unbedingt gewinnen wollen. Und dann sieht das auch alles ganz vernünftig aus. Ist es eine Wellenbewegung, die du aufgrund der Erfahrung, die du natürlich im Laufe der Jahre gemacht hast, besser einstudieren kannst, besser sozusagen bewerten kannst als vielleicht jüngere Spieler, die sagen würden, oh, jetzt rennen wir in so ein Herbsttief? Ja, man kann es schon einschätzen. Also wir hatten auch am Anfang eine schwierige Phase. Wir sind eine komplett zusammengewürfelte neue Truppe gewesen. Haben uns dann so ab dem 5., 6., 7. Spieltag irgendwo gefangen, als Mannschaft auch gefestigt. Hatten eine sehr, sehr gute Phase. Gerade auch in den Auswärtsspielen haben wir viel gewonnen. Und dann kommt so eine Phase, ein schlechtes Ergebnis. Hat man mal einen guten Gegner, wo man auch mal verdient verlieren kann. Keine Frage. So wie in Illertissen waren wir einfach nicht gut, haben wir kein gutes Spiel gemacht, verdient, verloren. Dann hat man mal wieder ein Unentschieden drin und dann schlägt es halt extrem zu Buche. Aber wir können es einschätzen, wir wissen, wo wir jetzt aktuell herkommen. Wir sind auch eine junge Truppe, da darf auch jeder mal einen Fehler machen. Von dem her ist es alles okay. Im Gegensatz zu Markus, der ihm verletzungsbedingt ausgefallen ist, und zwar dann bist du der Dauerrenner. Du hast noch keine Sekunde verpasst in keinem Spiel. Alle Ligaspiele, alle Pokalspiele mitgemacht. Und das ja nun doch in einem fortgeschrittenen Fußballeralter, würde man manchmal sagen. Woher kommt's? Manche sagen auch, dass man mit 29 im besten Fußballeralter ist. Aber ja, ich hatte leider Gottes auch im Herbst letzten Jahr eine relativ schwere Verletzung. Hatte mir mein Syndesmoseband im Sprunggelenk gerissen, war da ja über ein halbes Jahr dann raus. Und habe dann eigentlich zum Vorbereitungsstart bei null wieder angefangen. Wirklich ein dreiviertel Jahr kein Sport außer Reha. Habe die Vorbereitung überraschenderweise gut vertragen. Und durch die Spiele komme ich dann immer ganz gut durch. Das klappt dann immer. Und man merkt natürlich auch, mit jedem Training, mit jedem Spiel ist der Körper wieder besser. Fühlt sich wieder alles besser an. Man kommt wieder in die Bewegungen rein. Man hat nicht mehr die Angst in den Zweikämpfen. Und genau, dann hat es sich so ergeben, dass ich tatsächlich jede Minute gespielt habe bis jetzt. Die Altersanspielung war jetzt gar nicht, weil noch nicht die 3 vorne dran steht, sondern weil du im Prinzip den Fußball schon als Zweitberuf, könnte man sagen, betreibst. Du bist ja richtig hauptberuflich tätig, hast einen richtigen Job, gehst denen nach und dann am Abend das Training und am Wochenende Spiel. Enormes Pensum. Regionalliga ist ja trotzdem fast komplett Profitum, also da musst du ganz schön was runterreißen. Ja, klar, der Aufwand ist definitiv da. Ich sag gerade in den Vorbereitungswochen, Sommer-Winter-Vorbereitung, wenn man dann 4, 5 Einheiten am Abend hat plus ein Spiel am Wochenende, ist es schon knackig, definitiv. Wenn man seinen ganz normalen Job hat, 40-Stunden-Woche, da braucht man Energie, klar. Aber es ist natürlich was anderes. Man gewöhnt sich irgendwann dran. Ich habe den Schritt damals bewusst gewählt, macht das jetzt schon auch ein paar Jahre mit Vollzeit arbeiten und Fußball nebenbei. Da gewöhnt man sich dran. Das klappt dann auch ganz gut. Ich warte jetzt eigentlich auf den Satz, den der Markus vorher im Vorbereitungsraum so erwähnt hat, warum das bei dir klappt, weil er sagte, na, wenn du siehst, wie der spielt, dann das kannst du so. Das habe ich nie gesagt. Es gibt Zeugen. Ich hole die Zeugen ran. Du bist Vollzeit-Profi, aber man muss auch sagen, Haching hat natürlich ein bisschen andere Ausrichtung, andere Möglichkeiten und auch eine andere Zielsetzung. Ihr seid Tabellenführer, schon recht lange Zeit. Und wenn man vergleicht mit den anderen Regionalligen in Deutschland, dann seid ihr auch die bisher erfolgreichste Mannschaft in der Regionalliga. Gibt es ein reales Bild wieder oder ist es etwas verzerrt, weil die anderen vielleicht ein paar Spieltage weniger haben? Das kann man, glaube ich, schwer sagen, weil, wie gesagt, im Nordosten, die quasi in der Relegation auf uns treffen würden, sind, glaube ich, erst 12 Spieltage gespielt. Das kann man jetzt eigentlich schwer ins Verhältnis setzen, aber es zeichnet sich ein bisschen ab, dass Würzburg und wir da oben eigentlich vorneweg marschieren werden und es bis zum Schluss ein Kopf-an-Kopf-Rennen sein wird. Ob wir am Schluss ganz oben sein werden, kann man nicht sagen. Die Zielsetzung ist jetzt nicht in Stein gemeißelt. Das heißt, wir müssen dieses Jahr aufsteigen, sonst gibt es den Verein nicht mehr. Das gab es in der Vergangenheit auch schon öfter mal, dass es so spitz auf Knopf war. Es ist dieses Jahr nicht so, wird auch im nächsten Jahr nicht so sein, falls es nicht klappen sollte. Deswegen muss man diese berühmte Floskel immer wieder sagen, von Spiel zu Spiel gucken, weil das tatsächlich, ich zahle auch gerne danach was ein für euch, keine Sorge. Wir haben keinen Phrasenkasse oder so, das nicht, das gibt es bei uns nicht. Aber schauen wir uns mal das Programm noch an, bis eben dann zur Winterpause. 4 Spiele stehen noch an, Illertissen ist dabei. Dann Augsburg 2, da habt ihr ja gerade gesehen, wie man es nicht macht, tut mir leid, muss ich erwähnen. Dann Heimstetten, Freitagabendspiel, Flutlicht, das ist so, die Heimstettener sagen mal, für sie ist das dann Champions-League-Atmosphäre. Und dann Wackerburghausen. Am wichtigsten ist, die Tabellenführung zu verteidigen bis zur Winterpause? Ja, muss jetzt nicht unbedingt sein. Ist natürlich schön, aber wenn du nah dran bist an Würzburg oder Würzburg knapp hinter uns, dann ändert das jetzt nichts dran, ob du jetzt am Schluss oben stehst oder nicht, also vor der Winterpause. Deswegen
Wäre natürlich schön, wenn es jetzt so weitergeht, wir die letzten Spiele gewinnen. Würzburg sieht auch nicht danach aus, dass sie groß schwächeln würden. Deswegen sind wir schon gut beraten, jetzt die letzten Spiele nochmal alles reinzuschmeißen. Tut's da gut, dass die Würzburger so immer dran bleiben, dass ihr also wirklich Druck habt? Ihr könnt jetzt nicht einfach mal sagen, ein, zwei Spieltage können wir ein bisschen locker rangehen. Ja, was heißt tut gut? Es wäre schon schön, wenn du jetzt 6 Punkte vor wärst, weil du jetzt natürlich trotzdem nicht den Schlendrian da reinkommen lässt. Es sind ja noch viele Spiele. Ist schon immer gefährlich, weil, wie gesagt, die machen echt einen gefestigten Eindruck, was ich nicht so erwartet hätte. Aber das pusht einen dann schon nochmal hoch, weil du immer wieder weißt, die geben Gas. Deswegen musst du auch immer einen vorlegen oder nachlegen, je nachdem. Also, es kann einen schon nochmal ein bisschen hochziehen. Schauen wir noch bei euch noch ins Programm. Ihr habt auch Wacker Burghausen dabei, dann Bayern 2, also richtig schönes Derby. Greuther Fürth, die zweite Mannschaft, und auch Heimstetten. Also, die kriegen es mit beiden Mannschaften nochmal zu tun. Gibt es da so eine Zielsetzung, so dass man sagt, bis zur Winterpause soll, weiß ich, Punktestand so und so viel sein? Eine Zielsetzung nicht. Ich meine, klar, man will jedes Spiel gewinnen, ist egal, gegen wen man spielt. Und wir wollen natürlich schauen, dass wir irgendwo im oberen Mittelfeld dranbleiben. Und da ist es zwangsläufig so, dass man Spiele gewinnen muss. Vor allem die Heimspiele, da haben wir bis jetzt keine gute Bilanz. Da wollen wir auf jeden Fall nachbessern. Dann drücke ich die Daumen, dass es für beide gut läuft. Du bleibst verletzungsfrei. Und wie gesagt, wir machen das aus. Immer wenn du triffst, kommst du einfach. Und vielleicht sehen wir uns jetzt wirklich. Vielleicht nie wieder. Vielleicht sehen wir uns wirklich nicht. Vielleicht nie wieder. Das ist der Schatz. Das hoffe ich jetzt nicht. Du, schau, dass du weiterhin alle Spiele mitnimmst. Und dann bin ich gespannt, was am Ende der Saison raus wird. Danke heute auf jeden Fall fürs Kommen. Vielen Dank. Ja, sehr auch.